Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde, an den Geräten, auf dem Handy, am Bildschirm, zu Hause. Ich begrüße Sie zu diesem Gottesdienst am Sonntag Jubilate in der Evangelischen Universitätskirche in Münster. Wir feiern die Gottesdienste in diesem Semester, solange wir müssen, als Online-Gottesdienste. Den Gottesdienst heute haben Studierende vorbereitet. Wir beginnen, indem wir gemeinsam Psalm 66 beten. Jauchzet Gott, alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land, bete dich an und Lob singe dir. Lob singe deinem Namen. Jauchzet Gott, alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie gingen zu Fuß durch den Strom. Dort wollen wir uns seiner freuen. Jauchzet Gott, alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Jauchzet Gott, alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens. Lobet ihr Völker unseren Gott. Lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Jauchzet Gott, alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens. Denn Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Du hast uns in den Turm werfen lassen. Du hast auf unseren Rücken eine Last gelegt. Du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen. Wir sind in Feuer und Wasser gekommen. Aber du hast uns herausgeführt und erquickt. Jauchzet Gott, alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Lesung aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer. Und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Die Gnade Gottes, die Liebe Jesu und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, draußen ist es schon wieder richtig Frühling geworden. Man hört die Vögel wieder zwitschern, die Wälder werden wieder grün und die Bäume und Sträucher beginnen wieder richtig zu blühen. Die Natur erwacht wieder zum Leben. Auch das Johannesevangelium zeichnet heute ein Bild von einem lebendigen Weinstock. Jesus soll im Rahmen seiner Abschiedsreden von sich selber gesagt haben: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Es ist das Bild einer starken Gemeinschaft. Reben am Weinstock. Näher und enger geht es nicht. Und wir werden dazu aufgerufen, in dieser Gemeinschaft zu bleiben. Ausgerechnet in dieser Zeit ein Predigttext, der von Gemeinschaft handelt. Gemeinschaft, die uns gerade so sehr fehlt. Normalerweise würden wir uns mit Freunden treffen und draußen das schöne Wetter genießen. Seit Anfang April würden wir wieder gemeinsam in der Uni sitzen und zusammen nachdenken, diskutieren und lernen. Und eigentlich würden wir gerade hier zusammensitzen und gemeinsam singen und Gottesdienst feiern. Die Gemeinschaft, die wir sonst erleben, wenn wir zusammen Gottesdienst feiern, die uns oft so viel Kraft gibt, die fehlt uns gerade so sehr. Getrennt sein, wie abgerissene Trauben. Wenn man sie abreißt, können sie nicht mehr wachsen, weil ihnen die Versorgung mit Nährstoffen fehlt. Sie vertrocknen, verdorren, verfaulen. Am Ende wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als sie wegzuwerfen. Die Gottesdienstbesuche, das Treffen mit Freunden oder der Familie, die Gemeinschaft in der Uni und das gemütliche Zusammensitzen nach Feierabend brauchen wir genauso wie Lebensmittel. Das sind Dinge, die uns nähren und gut tun. Ohne den Kontakt zu anderen Menschen trocknen auch wir langsam aus und vereinsamen. Noch vor wenigen Jahren, ohne Internet und Social Media, hätte das Kontaktverbot bedeutet, dass man Freunde und Familie wirklich nicht sehen kann. Doch wie froh und dankbar können wir heute für die technischen Errungenschaften der letzten Jahre sein. Die Digitalisierung und die damit verbundene Beschleunigung unseres Lebens ist sicher nicht nur positiv. Doch gerade jetzt zeigt sich, welchen Vorteil auch die neuen Möglichkeiten haben. Wir können uns vernetzen mit der Familie, mit Freunden und anderen Menschen in der Gesellschaft. Das ist sicher ein Erfolg der jahrelangen technischen Entwicklungen. Doch schwierig wird es für jene, die keinen Zugang zum Internet, Computer oder Handy haben. Warum auch immer. Sie laufen Gefahr, wie die Trauben ohne ihren Weinstock zu vertrocknen. Wenn ich dem Johannesevangelium folge, dann ist es nicht die Technik, die uns Gemeinschaft schenkt. Dort heißt es, Jesus ist der Weinstock. Er ist das, was Halt und Gemeinschaft schenkt. Als Christinnen und Christen kennen wir das Gefühl, Jesus Christus nahe sein zu wollen, ihm sogar nahe sein zu können, obwohl er körperlich nicht da ist. Für die Verbindung zu ihm brauchen wir keine technischen Hilfsmittel
wie Handy oder Highspeed-WLAN. Er sorgt für uns, auch wenn wir ihn als abwesend erleben. Unmittelbar vor dem Ich-Bin-Wort verspricht Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern, dass Gott ihnen einen Tröster senden wird, wenn er nicht mehr da ist. Den Heiligen Geist. Ihn hat Gott uns gesandt. Durch ihn sind wir in unserem Glauben auch ohne Gemeinschaft mit Jesus Christus verbunden. Der Geist ist wie der Saft des Weinstocks, der die Trauben mit Nahrung versorgt. Er fließt zwischen dem Stock und den Früchten, lässt sie wachsen und reifen. Der Geist ist spürbar, lebendig, als Hoffnung, als Erfahrung von Liebe und Geliebtwerden, gerade in Momenten der Isolation. Als Glaube, der trägt, gerade wenn uns Verzweiflung überkommt. Der Geist ist die Lebenskraft, mit der uns Christus versorgt und in seiner Gemeinschaft hält. Dieser Geist ist wirksam, zum Beispiel in Zeichen der Zuwendung dieser Tage. Dass viele Menschen gerade Nachbarschaftshilfen gründen, für die Nachbarn oder Großeltern einkaufen gehen, auf Kinder aufpassen, weil die Kitas geschlossen sind, oder den neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen Starthilfe für diesen ganz besonderen Semesterbeginn geben. Darin zeigen sich die Früchte, die unser Glaube trägt. Unser Alltag hat sich radikal verändert. Gewohntes und Eingeübtes geht nicht mehr. Aber das heißt nicht, dass wir der Zeit nicht etwas Gutes abgewinnen können. Manche entdecken die neuen Dimensionen des Internets und andere lassen alte Freundschaften durch digitalen Kontakt wieder aufleben, weil sie jetzt dafür Zeit haben. Die Gesellschaft vernetzt sich, so gut es eben geht. Und schon jetzt freuen wir uns auf die Zeit, wenn wir die altvertraute Gemeinschaft mit Freundinnen und Freunden, mit der Familie und mit Arbeitskolleginnen nochmal ganz neu und bewusst erleben können. Nicht nur wir, sondern auch ein anderer, wichtiger Teil unseres Lebens erholt sich schon jetzt deutlich von den Strapazen, die wir ihm täglich zumuten. Unsere Erde. Auf sie gilt es weiterhin zu achten und sie zu beschützen. Denn nur mit einem gesunden Planeten können wir uns auf das freuen, was nach dieser Krise kommt. So richtig vorstellen können wir uns es eigentlich noch nicht. Aber was wird das für ein Fest sein? Was für ein Jubel, wenn wir uns wieder in die Arme nehmen können. Wenn wir wieder beisammensitzen können und feiern. Dann werden wir uns auch erinnern, werden trauern und danken. Denn dann werden wir wissen, dass es stimmt, was Jesus sagt. Ich bin bei euch, alle Tage, bis an das Ende der Welt. Also, bleiben wir in ihm, denn er bleibt in uns. Das nährt und bringt Frucht, gerade jetzt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott, wir bitten, gib uns langen Atem, wenn uns die Decke auf den Kopf fällt. Gott, wir bitten, gib uns klare Augen, um zu sehen, was wir haben und was wir brauchen.
Du hast uns diese Erde gegeben. Hilf uns, dass wir auf ihr diese Zeit bestehen. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehen. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott, wir bitten, gib uns Ohren, um zuzuhören, wenn es jemandem nicht gut geht. Gott, wir bitten, gib uns Worte, um zu sagen, dass es uns nicht gut geht. Du hast uns diese Erde gegeben. Du schufst sie gut, du schufst sie schön. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir fest stehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Gott, wir bitten, erinnere uns daran, dass wir mit unseren Händen handeln können. Gott, wir bitten, gib uns Halt, dass wir auf unseren Füßen feststehen. Segne alle, die dort, wo sie stehen und mit dem, was sie tun, Verantwortung für andere und unsere Welt übernehmen. Du willst mit ihnen und mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht behütet in diese Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.